Und es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Der letzte Part jetzt gerade eben war ein bisschen abrupt abgebrochen. Irgendwie zu spät realisiert, dass wir in der Zeit doch schon relativ fortgeschritten waren. Ich weiß gar nicht genau die Geschichte zu den... Ich kenne gar nicht genau die Geschichte von den Sklavenunterkünften. Ich weiß nur, dass während des Sonnenwendfests hier in den Sklavenunterkünften immer Ahune der Frostfürst ist. Also ihr erinnert euch an diesen komischen Frostboss hier mit der Sichel. Und der ist halt immer in den Sklavenunterkünften. Das ist immer beim Sonnenwendfest. Das hat halt alles auch mit dem irdenen Ring zu tun. Das ist alles, von der Story kenne ich mich da einfach nicht besonders gut aus. Also ich bereue das teilweise auch schon, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass die Story um WoW einfach auch richtig spannend ist. Man muss sich da einfach nur reinlesen. Aber es ist halt auch extrem viel und dementsprechend kann es leicht passieren, dass man sich da irgendwie so ein bisschen verliert. Und es kostet auch einfach wieder mega viel Zeit, sich damit zu beschäftigen. Ich habe in letzter Zeit mal wieder vermehrt versucht, League of Legends zu streamen. Nachts, also wenn ihr nachts mal, keine Ahnung, auf Twitch seid, haltet Ausschau nach mir. Könnte gut sein, dass ich gerade online bin. Großes Problem bei mir ist, dass ich im Moment irgendwie keine passende Playlist finde, die ich bei meinem Stream dabei laufen lassen kann, ohne dass ich danach, wenn ich es dann im Nachhinein noch auf YouTube hochlade, ohne dass ich danach irgendwie großartig Probleme mit dem Copyright bekomme. Das ist ein dezentes Problem, das ich im Moment habe. Aber die meisten Playlists, einfach die man findet zu Royalty Free, Soundtrack, Music, whatever, die sind einfach alle, ja, Schrott. Taugen einfach mal gar nichts. Oh, das ist ein enges Duell zwischen mir und dem Hunter. Hat er aber noch gewonnen. Oh, ganz klar sogar. Da hat er jetzt sogar noch eine Armbrust bekommen. Zwei Verbraucher, die, dann geht er noch mehr ab. weil er noch mehr Damage braucht, ja. Ne? was im Moment auch wieder neu bei WoW begonnen hat, ist übrigens die Kampfgilde. Ihr erinnert euch vielleicht an meinen alten Kanal, wo ich die Kampfgilde-Videos hochgeladen hatte. Das geht gerade auch wieder so einigermaßen los. Und da habe ich auch schon überlegt, ob ich da nicht nochmal wieder Videos mache, aber letztendlich sind es im Großteil die gleichen Kämpfe, die wir davor hatten. Ich war heute übrigens auch das erste Mal Highmaul LFR und habe dort drei Bosse gelegt. War ein richtig großer Witz im Vergleich zu Normal oder HC. Hätte ich nicht gedacht. Wenigstens, dass wir da ein bisschen vipen, aber das war ja wirklich im Vergleich zu SOO war das ein Witz. Mit Anlauf, wohlgemerkt. Also auf jeden Fall machbar. Also erst hatten wir überlegt, ob wir nicht mit der Gilde da intern reingehen, weil man nicht vipen wollte, aber das war wirklich ziemlich überflüssig.
Hier kann ein Streitkolben droppen, ne? Ein Streitkolben wird bei mir als Loot Table für den Mage angegeben. Ironie, ich kann keine Streitkolben tragen. Wow. Einfach nur Trollolol. Ja, das große Rennen um die World Firsts in Highmall hat ja wieder begonnen. Also wenn man regelmäßig auf WoW Progress sich mal umschaut, dann sieht man dort immer wieder das Rennen zwischen den ja, aktuellen Top-Gilden. Im Moment ist, glaube ich, Method wieder auf Platz 1. Ich glaube, auf Platz 2 irgendwie so eine russische Gilde. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Okay. Wir sind gleich beim Endboss angekommen. Da sind wir durch mit dem ganzen Schüssel hier. Also, besonders gerne habe ich diese Instanz nicht, ihr merkt es schon. Aber der Vollständigkeit halber muss man das einfach auch mal hier gemacht haben. Es ist einfach auch mal wieder typisch, dass hier überhaupt gar nichts an Loot droppt für uns. Das ist einfach nur bitter. Ja, diese Gruppe ist natürlich prädestiniert für eine Frost Orb hier. Da geht's dann ab. So schnell kann ich meine Frostlanzen gar nicht alle verbraten. Okay. Kann es sein, dass der... Okay. Ich dachte erst, der DK kämpft da hinten schon. Tut aber nicht. Na gut. Dann kümmern wir uns mal um den Boss. Nanu, ach, genau. Wenn man den befreit, kommt ja nochmal so eine kleine Adwave. Und der DK pullt. Oh, 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 oh. Na, wenn es jetzt mal nicht Tote gibt. Ich hoffe nur, dass ich selber nicht darunter fallen werde. Und der DK macht munter weiter. Kann ich leider nicht freezen. Also bringt ihm das gar nichts, wenn ich das jetzt machen würde. Oh. Er krebst am letzten Limit. Das ist so typisch. Warum habe ich denn nicht Eisblock genommen? Ich spiele zu selten wieder mit dem Magier. Also früher wäre mir das nicht passiert. Also wenn ich damals, keine Ahnung, einen Kauterisieren-Proc gehabt hätte, Instant Frost Eisblock und damit hat sich die Chance, aber... So ist da leider nichts drin. Aber der Hunter ist so stark. Das macht er locker alleine. Ja, die Sklavenunterkünfte. GG. Und es ist mal wieder ausschließlich Krab gedroppt. Kriege ich einen Retz? Ja, da hinten castet einer. Dankeschön. Schöner Mass-Rats ist immer halt immer noch sehr praktisch. Und nochmal auf, um das auch nochmal auf das Race to World First zu kommen. Ich finde es ja immer wieder lustig, dass die Amis immer halt ein paar Stunden vor den Europäern loslegen können mit dem Zocken, mit dem Rennen um die World First und es trotzdem bis jetzt immer noch nicht geschafft haben. Viel Glück. Also seit den letzten paar Raids, die es so gab, seit dem letzten Add-on, glaube ich auch. Vorletztes weiß ich gar nicht, war das gerade auch schon. Auf jeden Fall Nummer 1 ist da, glaube ich, Blood Legion und die machen halt echt gar keine World Firsts mehr. Das ist, und das, obwohl die immer viel eher anfangen können zu raiden als unsere EU-Gilden. Wie Method, Paragon, Affenjungs, ich glaube, weiß gar nicht, gibt's die noch. Ist auf jeden Fall ziemlich krass. Wenn
Wenn man da übrigens auch schon mal guckt, kann man sehen, kann man teilweise auch schon bei WoW Progress Videos zu den einzelnen Kills ansehen. Allerdings glaube ich im Moment nicht mal bei den Top-Gilden, sondern eher weiter unten. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wollen die Top-Gilden einfach nicht ihre Strategien zu den Mythic-Bossen weitergeben, damit andere halt nicht davon lernen können. Ich guck mal eben auf meinem Handy parallel, inwieweit wir mit unserer Gilde im Moment auf weltweit stehen. Friede sei mit euch. Also. Mögen die Vorfahren euch schützen. Also den MHC haben wir Crack, also den vorletzten Boss. EU-weit. EU-weit auf Platz 228 gelegt und weltweit auf 350. Und aktuell sind wir vom Stand, vom Stand des Progress auf Platz 421. Weltweit auf EU 312, realmweit 7. Aber wir haben auch noch nicht Progress gemacht, also wir haben heute nochmal HC und NHC abgefarmt. Und mit unserem Progress geht's dann erst Sonntag los. Also ich hoffe, dass wir wenigstens ein oder zwei Bosse legen. Das wäre schon mal sehr schön. Ich überlege gerade, wenn ich mal eben auf Blackmoor gucke. Ja, einige schon, die mehrere HCs down haben. Lebt wohl. Also, im Moment ist es ja tatsächlich so, dass man in Highmaul die Bosse nicht nach Reihenfolge tötet, sondern als erstes macht man halt den Bladefist, danach die Twins, danach Brackenspore, danach Tektors, danach Korak und dann den Butcher. Weil der Butcher echt hart sein soll. Ich glaube, weltweit gibt es im Moment nur zwei Gilden, die Russen und. Ziehe den Ehrenfreund. Und Method, die den Down haben. Auf dann. Ah, Leute, ihr hört schon, ich werde langsam müde und das um nicht mal halb zwölf. Ja, okay, es ist schon halb zwölf, aber. Um nicht mal zwölf. Hallo. Keine Ahnung warum, aber ich werde das, jetzt als Grund nehmen, nachdem ich im Gasthaus war, eine kleine Pause einzulegen. Ich bin auch mal drei Quests drin, ne? Alter Schwede. Nummer uno. Mal gucken, ob ich die noch alle annehmen kann. Nummer duo. Redet mit mir. Und Nummer. Bleibt sauber. Seid auf der Hut. Tres und Katochs. Sogar noch eine vierte. Oh lolol. Na gut, Leute. Ich mache hier Schluss. Wir hören uns beim nächsten Part wieder. Und bis dahin macht's wie immer gut. Ciao.